Der nächste Tag. Sabina möchte sichergehen, dass Dietrich auch nachhaltig gut betreut wird. Seine Messi-Erkrankung kann nicht innerhalb von ein paar Tagen geheilt werden. Deshalb hat sie einen Termin bei der sogenannten PPM, personenzentrierte Hilfen für psychisch kranke Menschen, organisiert. Dietrich war sehr verdrossen, als ich mit Dennis und dem Team angekommen bin. Das lag einfach daran, dass er schon unheimlich oft versucht hat, Hilfe zu bekommen und ist immer wieder enttäuscht worden. Und für mich ist natürlich wichtig, wenn ich jetzt bald weg bin, dass er eine Langzeitbetreuung bekommt. Und ich bin mal sehr gespannt, wie er das annehmen wird. Also ich gehe jetzt in dieses Gespräch mit einer eher skeptischen Grundeinstellung, weil ich also in der Vergangenheit auch keine guten Erfahrungen gemacht habe mit Leuten, die mir angeblich helfen können oder sollen. Ja, ich gehe eigentlich in das Gespräch nur, weil ich Sabina vertraue. Ja, vielen Dank, dass wir so kurzfristig einen Termin bekommen haben. Ja. Wir benötigen für den Herrn eine Langzeitbetreuung. Und könnten Sie das dem Herrn mal genau erklären, was das heißt, PPM, was alles dort beinhaltet ist? Die PPM hat ein ganz umfassendes Spektrum, nämlich das Angebot, mit Ihnen zusammen Ihren Haushalt anzugucken. Dann ein wichtiger Punkt, zu Behörden oder zu Ärzten, Sie dazu begleiten. Wir müssten dann noch mal ganz genau gucken, was bei Ihnen speziell erforderlich ist. Und da werden dann auch so die ersten Gespräche darum laufen, was bei Ihnen gemacht werden soll und wie wir das machen können. So, das wären einmal die Antragsunterlagen, die wir dann mit Ihnen durchgehen müssen. Die gebe ich Ihnen schon einmal mit, die Papiere, damit Sie schon mal reingucken können. Und bei unserem ersten Termin, wo wir zu Ihnen kommen, würden wir die mit Ihnen gemeinsam durchgehen. Also findet der erste Termin schon bei mir zu Hause statt? Genau, der findet bei Ihnen zu Hause statt. Das ist schon mal gut. Mhm. Sind Sie dann Vollzeit oder Teilzeit beschäftigt? Ich bin Vollzeit beschäftigt. Vollzeit beschäftigt. Also da müssen wir uns natürlich in der Betreuungszeit nach ihren Arbeitszeiten richten. Das ist schon mal gut. Und es ist ja auch so, im PPM wird auch mitgeholfen, zum Beispiel so eine Integration am Arbeitsmarkt auch wieder mit zu fördern und auch zu helfen, dass halt ein Arbeitgeber jemanden nicht zu stark wieder involviert, dass also auch da Maßnahmen getroffen werden, dass das langsam wieder aufgebaut wird. Ja. Das kann ganz langsam aufgebaut werden und das werden wir auch, können wir auch begleiten. Das wäre für mich vielleicht nicht ganz unwichtig, ja, weil ich mich auch, wie ich erkennen musste, ganz gerne in die Arbeit geflüchtet habe. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, Herr, weil wir können natürlich nicht für Sie arbeiten, sondern wir sind darauf angewiesen, mit Ihnen zu arbeiten. Genau. Wie fühlt sich das jetzt für dich an? Befreiend. Unheimlich befreiend, weil jetzt auch wirklich eine Hilfe anläuft und ich auch irgendwo mal wieder einen etwas besseren Blick in die Zukunft werfen kann. Mhm. Klasse, dann sind wir soweit. Ja. Toll. Dann alles Gute beim Einzug wieder. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Ja, Dietrich, wie war das jetzt für dich, so eine Erfahrung zu machen hier? Sehr, sehr befreiend. Und ich habe einfach festgestellt, es gibt Hilfe. Das ist vielleicht auch was für andere Leute in meiner Situation wichtig ist, dass man mal erfährt, wo es Hilfe gibt, wer einem helfen kann, wie einem geholfen wird. Also die Menschen hier beim PPM, die wissen wirklich, wie man mit der Messi-Erkrankung umgeht. Und was ganz wichtig ist, dass du jetzt in wirklich eine Langzeitbetreuung reinkommst und vor allen Dingen, dass es ohne Druck passiert. Da haben wir wieder den nächsten Motivationsschritt geschafft und wir haben noch trotzdem ja noch einiges vor. Also los, weitermachen. Komm. In Dietrichs Wohnung wird nach wie vor renoviert. Nach Jahren der Verwahrlosung soll hier nun endlich wieder alles schön werden. Frische Farben sollen auch Dietrichs Seele zum Strahlen bringen. Entspurt. Wir müssen unten die Kanten noch verfugen. Richtig. Waschbecken machst du? Ja. Ich mach Silikon. Dadurch, dass der Dietrich hier 9 Jahre nicht geputzt hat, sind natürlich ganz viele Fliesenkanten, Silikone und auch die Fensterrahmen verschimmelt. Das ist nicht nur unhygienisch, sondern auf Dauer auch gesundheitsgefährdend. Da muss natürlich was passieren. Zuerst müssen meine Handwerker da natürlich das verschimmelte Fugenmaterial sorgsam entfernen. Als nächstes muss an den Fliesenkanten frisches Fugenmaterial eingebracht werden. Dafür verwenden wir natürlich ein neues, pilzhemmendes Sanitärsilikon. Für diese Arbeit braucht man natürlich eine ruhige Hand und auch Übung. Man muss es also schon mal gemacht haben mit dem Silikon, damit man keine Wülste produziert, sondern damit es eine schöne, glatte Oberfläche gibt. Das Waschbecken und die alte Waschbeckenarmatur war natürlich nicht mehr zu retten bei Dietrich. Er hat daher eine komplett neue Kombination bekommen.
Innerhalb kürzester Zeit wird jetzt hier eine neue, komplette Wascheinheit angebracht, inklusive neuer Armatur. Wenn wir hier fertig sind, wird nichts mehr an das Chaos erinnern, was hier noch vor wenigen Tagen geherrscht hat. Das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Schritt für den Dietrich, für seine Zukunft. Am Abend vor dem Finale ist es Zeit für den letzten großen Therapieschritt. Ich gehe jetzt zu Dietrich und ich werde ihm ein Video vorspielen. Und zwar ein Video, in dem er sich selber beobachten kann, wie er bisher in der Wohnung gelebt hat. Und ich werde mal sehen, wie er darauf reagiert, wenn er das jetzt aus einer anderen Sicht, auch nach den vielen Tagen, die wir zusammen gearbeitet haben, wie er das jetzt empfinden wird. Dietrich, ich habe dir was mitgebracht. Und schau mal. So. Ich lasse dir einfach mal ein bisschen Zeit, es dir anzuschauen. Und du gibst mir einfach ein paar Kommentare, was du da siehst. Was kommt da gerade für ein Gefühl in dir hoch? Du bist so sprachlos gerade, so kenne ich dich gar nicht. Ich habe mit dem Kerl eigentlich nur Mitleid. Weil, so habe ich das ja nie wahrgenommen. Das ist ein ganz anderer Blickwinkel. Kühlschrank. Wie würdest du einen Menschen beschreiben, der da so lebt? Wenn ich jetzt mal wertfrei da rangehe, würde ich sagen, unstrukturiert, chaotisch, wahrscheinlich jemand, der sehr einsam ist. Ich finde die Perspektive total erschreckend, also, weil wie die Wohnung aussieht, weiß ich ja, aber mich selbst in der Interaktion zu sehen, das ist, ich finde das nur erschreckend irgendwie. Ich frage mich, wie ich das so lange ausgehalten habe. Ich weiß zwar, wie ich es faktisch gemacht habe, aber ich frage mich, wie ich das moralisch von mir selber eigentlich vertreten habe. Oder warum ich das so lange moralisch von mir selber vertreten habe. Und das Versprechen, was ich mir selber gegeben habe, ist, dass ich da nicht mehr lande. Ich fand es doch sehr schockierend, sich selber mal in der Interaktion zu erleben. Mit seinem eigenen Umfeld, mit diesem totalen Chaos. Das ist also... Ja, auch ich fand es irgendwo unbeschreiblich. Wie kann ich mir sicher sein, dass du aus den Sachen, die wir in den wenigen Tagen, die wir gemeinsam hatten und erarbeitet haben, dass du daraus was gezogen hast und wie du das umsetzt? Da kann ich jetzt was ganz Einfaches sagen. Guck mich an. Ich habe eine super Basis jetzt. Ich habe jetzt Menschen kennengelernt, die mir auch helfen können. Und das möchte ich nicht wieder vor die Wand fahren. Ja, und ich möchte nicht, dass meine Freunde wieder so lange außen vor bleiben, weil ich möchte auch niemanden mehr so verletzen, wie ich das getan habe. Inklusive mich selber. Das wollte ich gerade hören. Das war aus meiner Sicht gerade ein sehr gutes Gespräch mit Dietrich. Er hat wirklich etwas gespürt. Er hat wirklich gesehen, aus der Beobachtersicht heraus, wie er in dieser Wohnung gelebt hat. Und er hat ganz klar gesagt, Schluss damit. Ich brauche ein neues Leben. Also er ist richtig euphorisch geworden. Und ich glaube wirklich, dass er mit solchen Maßnahmen seine Ziele erreichen kann. Der letzte Tag. Wie immer kurz vor Schluss, so legen Messi-Therapeutin Sabina und Profi-Entrümpler Dennis auch heute nochmal Hand an. Ihr Ziel, die letzten Akzente in Dietrichs Wohnung zu setzen. Der ehemalige Messi soll sich in seinem Heim richtig wohlfühlen und nie mehr auf die Idee kommen, Müll zu sammeln. Nach 7 Tagen Arbeit darf der 44-Jährige heute zum ersten Mal seine neue Wohnung betreten. Ich weiß nicht, was mich erwartet und ich bin jetzt richtig kribbelig und ich will jetzt auch hoch. Hallo Dietrich. Hallo jetzt mal. Hi. Hey. Wie geht's dir? Ich bin ein bisschen nervös. Bist du tatsächlich aufgeregt? Ja, ganz klein bisschen. Wir haben überlegt, lassen wir ihn rein oder lassen wir ihn draußen? Ich kann wieder gehen. Sollen wir hier einziehen? Ja, wenn euch das gefällt. Ja, sehr.
Okay, dann. Dann lass mich wenigstens mal gucken. Genau, dann da weiß ist ich, dein dann Schlüssel. Weiß, ja, hast du ihn wieder. Darfst du deine Tür aufschließen. Weißt du noch, wie es vorher ausgesehen hat? Du hast einen Flur. Ja, ich habe einen Flur. Dietrichs Flur erstrahlt in neuem Glanz. Aus dem ehemals engen und komplett zugestellten Flur ist nun ein offener, heller Eingangsbereich geworden. Nichts erinnert hier mehr an die Müllberge der Vergangenheit. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir mal mit dem Zimmer an. Wie das vorher ausgesehen hat, das weißt du ja noch, ne? Jetzt versuche ich gerade zu verdrängen, aber ich kann mich dann auch dran erinnern, ja. Dann würde ich sagen, gucken wir einfach mal, ja. Nee. Auch Dietrichs Arbeitszimmer ist kaum wiederzuerkennen. Endlich hat der Logistiker wieder einen Raum, in dem es sich frei atmen und strukturiert arbeiten lässt. Der Müll der letzten 2 Jahrzehnte, unzählige Kartons und jede Menge Ramsch, alles ist raus. Ja, das ist ein richtiges Zimmer und keine Müllhalde, ne? Ja. Es ist einfach nur ein schönes Zimmer. Einfach ein schönes Zimmer. Du hast einen tollen Schreibtisch. Wir haben deinen alten erhalten, weil es ein wunderbares, schönes Stück. Ja. Also das ist wirklich dein Ruhearbeitszimmer. Ja. Auch die Sachen, die ich dir neu gekauft habe, Aktenordner, all das ist hier, sodass du sofort losstarten kannst. Ich weiß noch, das erste Mal, wo ich hier reingekommen bin und habe hier reingeguckt, konnte man gerade mal bis hierhin gucken. Ja. Ja, man konnte bis hierhin reingehen. Und hier stehen, ne? War vorbei. Ja. Dann waren hier die Türme. Das, ne? Dietrichs neues Arbeitszimmer war eines der am meisten vollgestellten Räume, die ich in meiner ganzen Karriere als Entrümpler jemals gesehen habe. Dietrich hatte hier diesen Raum komplett bis zur Decke und in der ganzen Tiefe zugestellt. Allein die Entrümpelung von diesem Raum hier war schon eine Riesenherausforderung. Aber natürlich haben wir das auch schon geschafft. Ehe wir uns jetzt hier komplett verplanen, würde ich sagen, gucken wir uns mal dein Bad an, wenn du Lust hast, ja? Jo. Prima. Hammer! Dietrichs Badezimmer ist endlich wieder sauber. Hygienesiegel inklusive. Der 44-Jährige kann sich hier wieder vernünftig waschen. Daran war im alten Badezimmer nicht zu denken. Alles erstrahlt in frischem Glanz. Mit liebevollen Details wurde nicht gespart. Und auch Dietrichs Badewanne ist wieder benutzbar. Ich habe eine Badewanne. Ich habe eine Badewanne. Ich hab eine Badewanne. Hast du überhaupt schon mal in dieser Badewanne gebadet, seitdem du hier gewohnt hast? Ich glaube einmal. Einmal? Ja. Und ich muss sagen, dein Bad war einer der Räume, die also wirklich hygienisch im bedenklichen Zustand waren. Das Badezimmer wieder in einen hygienischen und sauberen Zustand zu versetzen, war für das Reinigungsteam eine echt knifflige Aufgabe. Dadurch, dass der Dietrich hier 9 Jahre lang nicht geputzt hat, hat sich auf den kompletten Vlies und auch in der Badewanne so eine Art Schmutzpatina gebildet, die natürlich auch nur noch mit etlichen Stunden Reinigungsarbeit und speziellen Reinigern wieder zu beseitigen war. Aber auch das haben wir natürlich geschafft. Und jetzt kann sich der Dietrich nach 9 Jahren endlich mal wieder genüsslich in die Badewanne legen. Da kannst du also jetzt bedenkenlos hier in deinem Bad agieren. Hier bleib ich. Ja, hier bleibst du. Jetzt kommst du erstmal wieder raus. Danke dir. Super. Ja, dann würde ich sagen, können wir gleich mal weiterschreiten in dein Wohnzimmer, okay? Jo. Aus Dietrichs zugemülltem Wohnraum ist wieder ein gemütliches Wohnzimmer geworden. Nichts zu sehen oder zu riechen von der Müllhalde, die hier noch vor wenigen Tagen den Ton angab. Hey, Elvis Little King. Und auch für Dietrichs Haustiere, aktuell noch in der Tierpension, ist ein ordentlicher Platz geschaffen worden. Es war einfach wichtig, dass die auch ein neues Leben bekommen, dass sie richtig mal Platz haben, weil die haben wirklich gelitten unter der Situation. Und jetzt soll es denen noch mal richtig, richtig gut gehen. Dietrich ist ein sehr tierlieber Mensch und sein Hase Elvis und seine Katze Filou sind für ihn einfach wichtige Bezugspersonen. Und wenn morgen Dietrich die beiden aus der Tierpension wieder abholt, können sie jetzt wirklich in eine gesunde und tiergerechte Umgebung zurück. So, Dietrich, was willst du jetzt? Küche oder? Küche. Schlafzimmer. Küche, Küche. Küche? Ne? Ich bin auch mehr für die Küche. Dann lass uns in die Küche gehen. Du darfst vor. Den Raum kenne ich so gar nicht. Was war denn das vorher? Saustall.
Durch die aufwendige Reinigung und Renovierung ist aus Dietrichs Chaosküche ein heller und freundlicher Raum entstanden. Vorbei die Zeiten, in denen hier alte, verschimmelte Lebensmittel und schmutziges Geschirr regierten. Den habe ich auch lange nicht mehr gesehen. Den hast du auch lange nicht mehr gesehen. Also ganz ehrlich, der war mir überhaupt nicht aufgefallen, als wir hier waren. Also das ist auf einmal hier so ein wunderschöner Tisch, der ja auch genauso aussieht wie die Platten in deiner Küche. Und alle anderen Sachen, Kochbücher, die Servietten, es sind alles Sachen von dir. Hm. Also ein frischer Besteckkasten, der war original eingepackt und war mitten drin. Ich weiß. Dadurch, dass wir bei der Entrümpelung und der Sortierung dieser Wohnung hier sehr sorgfältig vorgegangen sind, konnten wir natürlich auch viele Schätze von Dietrich erhalten. Und da er sich die ganzen Sachen ja alle mal selbst ausgesucht hat, gefallen sie ihm natürlich auch. Wie fühlst du dich da drin? Ein ganz neues Gefühl. Stark. Da kann man es ja kaum abwarten, sich mal was zu essen zu machen. Mhm. So, wollen wir uns das Schlafzimmer angucken? Ja. Kannst du noch? Ja. Das Schlafzimmer. Aus dem engen Schlafzimmer, in dem Dietrich schon seit Jahren nicht mehr ruhig schlafen konnte, ist nun ein großzügiger, freundlicher Raum entstanden. Noch vor wenigen Tagen war dieser Ort eine Müllhalde. Mit der Ordnung hat auch ein Gefühl der Gemütlichkeit Einzug gehalten. Schön. Nur schön. Du siehst auch hier etwas reduziert. Ja. Ja. Der erwachsene Dietrich. Ja. Der ist ganz wichtig. Und auch hier, dass es gemütlich ist. Und dass du halt, weißt du, dieser Turm, der vorher da in der Ecke stand, der war so vollgepackt mit Stofftieren und Büchern und natürlich, klar, auch ganz viel Staub. Und das ist gerade da, wo man sich ausruhen, relaxen soll. Ein Buch an die Seite legen ist völlig in Ordnung. Aber schau auch wirklich, dass du diesen Raum als Entspannungsraum weiter nutzt. Und die Berge davor sind nicht mehr nötig. Vergangenheit. Na? Eine der Auswirkungen von Dietrichs Messi-Erkrankung war natürlich ganz klar, dass er sich so geschämt hat, dass er keine Menschen mehr in seine Wohnung gelassen hat. Und deshalb habe ich jetzt wirklich Freunde und Familie eingeladen, damit sie wirklich die neue Wohnung von Dietrich sehen und dass somit die ersten Kontakte wieder stattfinden, dass er Menschen in seine Wohnung lässt. Okay. Mein Gott! Wow. Wow. Hallo. Oh. Sprachlos. Ich kann überhaupt nichts dazu sagen. Es ist wie ein Märchen. Ich freue mich für dich. Ja? Das ist sowas von super. Ey, ein geiles Zuhause jetzt. Ja, ich bin natürlich überwältigt. Also ich finde das einfach umwerfend. Das sind ja Welten, die hier zwischenliegen. Ich bin wirklich sprachlos. Das ist so schön geworden. Er hat jetzt endlich ein Zuhause. Das finde ich herrlich. Auch Dietrichs Vermieter sind gekommen, um ihr entrümpeltes Eigentum zu begutachten. Mithilfe des Messi-Teams konnte sich Dietrich an das gestellte Ultimatum halten. Das gibt's nicht. Das ist toll. Ja, hallo. Ich wünsche Ihnen alles schön, Gute dass Sie hier weiterhin. Sind. Ja. Dankeschön. Alles Gute, Herr. Dankeschön. Ich freue mich, dass Sie hier sind. Ich bin zum Positiven überrascht. Es ist nicht wiederzuerkennen, ne? Dass man in einer kurzen Zeit sowas wieder herrichten kann. Es ist, Wahnsinn. Schön geworden. Einfach sehr schön. Lieber Dietrich, unsere Arbeit ist jetzt getan. Ich möchte Tschüss sagen. Wünsche dir alles, alles Gute für die Zukunft. Wir haben eine ganze Menge Anschub gegeben. Es ist ein sehr schönes Gefühl zu sehen, dass Dietrich wirklich sein Leben ändern möchte. Und ich weiß, dass er es schaffen kann, auch in der Zukunft sein Leben in vernünftigen Bahnen laufen zu lassen. Ich habe ein sehr gutes Gefühl bei dir. Mach was draus. Ja, Dietrich, auch ich sage Tschüss zu dir. Es war mir eine Ehre, dich kennengelernt zu haben. Und zwar viel Arbeit. Aber ich hoffe, du wirst das auch in Ehren halten. Ja. Die Woche hier bei Dietrich war eine echt harte Nummer. Aber so konsequent, wie der Dietrich das auch durchgezogen hat, bin ich wirklich der Überzeugung, dass er das auch beibehalten wird für die Zukunft. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Tschüss. Ich kann das alles noch nicht so richtig fassen. Und es wird auch noch gut nachsacken müssen. Aber ich fühle mich wahnsinnig gut im Moment. Ich habe eine Menge gemacht, ich habe hart gearbeitet, aber das Team hat auch verdammt hart mit mir gearbeitet und für mich gearbeitet. Ich habe eine Basiskunde, auf der ich aufbauen kann, auf jeden Fall. Ich gehe jetzt mit einem wirklich guten Gefühl in die Zukunft. Dankeschön.